Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischclub TV. Hier ist euer Fischclub und wir spielen Until Dawn. Das Spiel, wo sich ein Haufen sexuell verwirrter Teenager trifft, auf einem Haus, auf einem Berg, wo sonst keiner ist, außer ein paar Mörder. Ja, wo vor einem Jahr ihre besten Freundinnen gestorben sind. Und was machen die da? Bisschen Party. Das sind die Stories, die ich liebe. Das sind die realistischen Stories, die das Leben schreibt. Und deswegen spielen wir jetzt weiter. Vielleicht gibt es eine Zusammenfassung. Oh yeah, die ziehen wir uns rein. Hoi! Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Viel Spaß noch! Oh, ey, tust du das? Das ist Wahnsinn! Oh, Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Shit! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Aha! Aha! Scheiße. Scheiße. Gar nicht gut. Spiel ich schon? Nein, gar nicht gut. Warum denn nicht? Da ist ein Hund. Das ist ein zweiter Hund. Sehr gut gezählt. Kommt noch ein dritter Hund. Warum denn nicht? Da hat letztens wieder jemand in die Kommentare geschrieben. Du bist ja voll albern. Du machst die Atmosphäre kaputt. Der dritte Hund. Oder war das dann der erste Hund? Okay. Sehen wir uns das mal genauer an. Okay. Mike. Du hast halt nichts an, ne? Und ich hab deine Rille gerade gesehen. So. Kannst dich mal ein bisschen beeilen? Uns fehlt hier ein bisschen Action gerade. Wir brauchen Action, Digga. Okay? Und Jessica ist eh tot. Ja, fahr doch einfach nach Hause. Hol die anderen, fahrt nach Hause, holt die Bullen. Alles Möglichkeiten und Wege. Hat eigentlich irgendwer mal probiert, die Bullen schon mal anzurufen? Ich meine, die haben doch alle 13 Handys, oder nicht? Okay. Das hier erinnert mich ein bisschen an Resident Evil. Und ich habe Angst. Hörst du die Hunde weinen? kann man jemanden Schwan holen? Weil, wie wir alle ja wissen, lass uns mal links hier nochmal gucken. Wenn der Schwan singt, schweigen die Tiere. Deswegen könnte man die Hunde so vielleicht ruhig kriegen. Ich weiß auch nicht, warum die dann nicht mehr reden. Vielleicht, weil der Schwan ein sehr respektiertes Tier ist. Im Tierreich. Und deswegen gibt es das ungeschriebene Gesetz, wenn Kollege Schwan irgendwas zu sagen hat oder singt gar, dann halt die Schnauze! Sollte man einführen, auch im echten Leben. Vor allem bei Aufnahmen wie zum Beispiel Milder Joghurt, die es ja jetzt leider nicht mehr gibt. Ah, wusstet ihr doch gar nicht, ne? Oder? Na gut, vor dieser Folge kam die letzte Milder Joghurt-Folge. Okay. Ich bin bereit. So eine Scheiße. Oh, das waren Knochen. Und das war kein Hähnchenknochen. So, wir sehen den Typ nicht. Ich glaube, es ist Indianer Man. Was zum Teufel? Auto. Busbahnhof. Korthose. Digga, was hast du denn vor jetzt? Du kommst da rein und die Hunde fressen dich auf. Was denkst du dir denn dabei? Er ist zu. Wollen wir nicht aufmachen? Also ich an deiner Stelle würde nicht aufmachen, aber du bist, ich bin da nicht du. Und du bist ziemlich dumm. Okay. Können wir hier rein? Nein. Können wir hier links irgendwas machen?
Liegt da irgendwas, was wir machen könnten? Nein, hier ist überall zu. Guck mal, wie er guckt. Können wir, wenn wir jetzt uns nicht bewegen, nochmal auf sein Gesicht fahren? Bitte? Geht das? Regie? Könnten wir nochmal ganz kurz eine Nahaufnahme von Mike haben, bitte? Regie? Hallo? Ist keiner da. Okay. Wenn die Herrschaften meinen, sie müssten heute nicht arbeiten. Ich hab gehört, die streiken. Okay, können wir jetzt mal... Mike, du bist mir echt viel zu langsam. Hier, Admin. Alles klar. Kannst mal ein Ticket aufmachen. Nee, jetzt nicht drehen. Oh, warte mal. Da müssen wir noch mal gucken. Das Schild hier leuchtet lustig. Das müssen wir uns angucken. Sieh mal an. Sieh mal eine an. Das Blackwood Pines Sanatorium eröffnet 1922. Mens sana in corpore sano. Das ist italienisch und bedeutet kacken bitte nur bis zum Rand. Okay, diese milder Joghurt-Aufnahmen, die machen immer Sachen mit mir. Ich weiß auch nicht. Okay, was haben wir hier? Gar nichts. Gar nichts. Was haben wir hier? Wollen wir jetzt eigentlich eine Waffe haben oder so? Oh, hier ist ein Tresor. Oh, da wollte aber jemand unbedingt reinschauen. Wie er War gesagt hat, habt ihr gesehen? Wie, und wir schaffen das jetzt mit einem Stück Holz. Diesen Tresor aufzum... Natürlich. Ey, jetzt lass es doch nicht... Oh. Komm, drück, zieh, drück, 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 drück. Was? What? Was ist denn das für ein Papptresor? Dreh um. Okay. Was? 30 Stechukaten. Warum ist denn das so krass? Warum sind denn Stechuhrkarten so krass? Aber wenn du schon War sagst bei einem Stück Holz, dann kann ich ungefähr nachvollziehen, wie sehr du abgehen musst bei 30 Stechuhrkarten, Digga. Kennt ihr eigentlich Stechuhrkarten? Voll geil. Das hatte ich bei meinem ersten Schülerjob. Hatte ich das, nur da war es schon digital mit einer Chipkarte. Das war krass. Und dann musstest du immer so piep, piep. Und dann wusste der Arbeitgeber immer, wann man da ist und wann man wieder geht. Weil man musste, wenn man geht, musste man auch wieder piep, piep machen. Und das habe ich auch immer gemacht. Ich war auch immer zu früh da und bin immer zu spät gegangen. Das ist eine gute Taktik. Das ist eine sehr gute Taktik. Okay. Ich drehe um. Ist kaputt. Brauche ich nicht. Was ist ein Hinweis? Warte mal, ist ein Hinweis. Kaputte Kamera. Die Linse dieser Kamera ist zertrümmert. Sieht aus, als hätte das jemand mit Absicht gemacht. Wie zur Hölle kannst du das bitte sehen? Oh, ich habe mich vertan. Was haben wir noch? Also, Danger, Danger, alte Maske, kaputte Kamera und die 30 Stechkarten. Stechuhrkarten. Ein Stapel von 30 Stechuhrkarten aus der Mine. Eingeschlossen in einem Safe. Das bedeutet, dass 30 Bergarbeiter in der Mine eingesperrt waren. Wo? Was? Woher nehmen wir denn jetzt die Informationen, dass sie da eingesperrt waren, weil die Karten hier drin sind? Können wir irgendwie so ein bisschen Logik in das Spiel reinbringen? Wäre das eine Idee? Hätte man vielleicht schon beim Programmieren machen sollen, ne? Ja, schade, ne? Aber vielleicht sieht das ja jemand von den Entwicklern. Hallo? Hey, guys. I guess you're speaking English. It's me, Fischkap. I couldn't help but notice that the story is a little bit hinking. Or at some places not very logical. Warum rede ich so komisch? Okay, ich mach die Stimmung kaputt, wenn ich so albern bin. Blackwood Mountain. Reporter auf Blackwood Mountain angegriffen. Blackwood Pines AB. Ich hör... Blackwood Pines AB. Ein Reporter des Alberta Buggle... Buggle?
wurde gestern von Sicherheitskräften des Blackwood Sanatoriums angegriffen und anschließend ins Krankenhaus eingewiesen. Chuck Bernstein, ein leitender Nachrichtenreporter, wollte die Bergarbeiter interviewen, die am Dienstag unter dramatischen Umständen gerettet wurden. Die Männer waren unter Tage für über 3 Wochen eingesperrt. Nach den Befestigungen in der Northwest Mine im Dezember zusammengebrochen, waren und werden jetzt wegen Unterernährung und Traumata im Blackwood Sanatorium behandelt. Jefferson Bragg, der Alleineigentümer der Northwest Minigan Company und des Blackwood Sanatoriums, erklärte dem Bugle gestern, der Vorfall sei bedauernswert und eine umfangreiche interne Nachforschung wird durchgeführt. Weiterhin behauptete er, dass Bernstein ohne Erlaubnis das Sanatoriumsgelände betreten hatte. Es wird angenommen, dass der tätliche Angriff aufgrund eines Streits um Bernsteins Kamera entstand, die kurz zuvor konfisziert wurde. Okay, ist voll spannend. Ich tauche immer tiefer in die Story ein und merke, wow, krasse Story. Können wir hier lang? Nein. Können wir jetzt nochmal eine Nahaufnahme von Mikes Gesicht kriegen, bitte? Danke, Regie. Schön, dass ihr wieder da seid. Ach, man kann das Gesicht bewegen. Guck mal, er dreht total durch. Okay, es muss reichen. Der Spaß muss jetzt mal ein Ende haben. Ja, wir hören die Hunde, es ist gruselig. Wobei, ich finde ja ein bisschen... Da war eine Ratte. Ich finde ja ein bisschen... Das Spiel ist überhaupt nicht gruselig! Ach, jetzt macht er die ganze Zeit die Nahaufnahmen an, ne? Jetzt, oh, jetzt sind wir da. Nee, guck mal, Fischkopf, wir sind da. Wir können auch nochmal die Nahaufnahme geben, wenn du willst. Können wir machen. Nee, brauche ich nicht. Ah, komm, können wir machen, echt? So, da ist jetzt ein medizinischer Bericht von den Bergarbeitern. Bla, bla, bla. Dr. NHF Bowen. Ich nenne ihn jetzt Bowie. Medizinischer Bericht. Bericht betreffend Ausgangszustand der 12 Bergarbeiter nach dem Einsturz der Mine und der anschließenden Rettung in Blackwood Pines. Aufnahme. Bei Aufnahme der 12 Patienten in der medizinischen Einrichtung ist... bla bla bla. Die Männer seien völlig ausgemerkt erschöpft und verwirrt. Bla 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 bla. Relativ gesunden Eindruck. Der hat bla 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 bla. Funden eine Dehydration, der Mine zurückführt. La 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 la. Prognostiziert diese... Bla bla bla. Atemfunktion, so die Symptome einer Lungenentzündung. Bla bla. Hört ihr die Hunde? Das ist voll gruselig. Das ist nicht gruselig, meinte ich. Auf psychologischer Ebene war der wieder bla bla bla. Nach der 23-tägigen Isolation, bla bla, auch wenn ihr Gesundheitszustand, bla bla bla, Gefangenschaft in der Mine. Aufgrund der labilen Verfassung einiger Patienten haben wir Flügel A des Sanatoriums abgeriegelt. Es werden so bald wie möglich psychologische Analysen durchgeführt. Die Männer mit Atemschwierigkeiten wurden einer Bronchoskopie unterzogen und erhalten eine Behandlung mit Streptozizin. Die restlichen Patienten wurden nach Hause geschickt. Nee. Stehen rund um die Uhr unter strikter Beobachtung. Unterzeichnet Bowie. Ist krass, ne? Wusstet ihr gar nicht, dass Bowie auch Arzt war in einem Computerspiel? Das wissen aber auch die wenigsten. Dafür bin ich auch da. Investigativ-Let's Player bin ich. Quatsch, ey. Okay. Weiter geht's. Die Musik wird ein bisschen... nicht gruselig ist. Der eine hat geschrieben, der macht das nur, weil er seine eigene Angst damit überspielen will, mit dieser Albernheit. Das stimmt überhaupt gar nicht! Hey, was ist denn los? Oh, das ist ein Rabe. Können wir den töten? Das Messer. Nimm das Messer. Nimm das Messer! Krass. Krass, Alter. Wow. Echt voll krass, ey. Voll das Messer. Okay, nimm mit. Wo hast du das jetzt reingeschoben? Wo hat er das jetzt rein...
Ach so, er hat natürlich... okay, Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Nach der Logik. Dieser Schnalle da an seiner Hose müsste das Messer aber eigentlich direkt runterrutschen. Ich sag noch nichts. Ich war ja nur am Anfang, wie gesagt noch, falls ihr euch erinnert, der Folge habe ich ja gesagt, das Spiel ist sehr realistisch. Und ich finde es komisch, dass es dann einbricht in so einfachen Dingen wie, das Messer müsste da eigentlich durchrutschen. Ja, das untergräbt den Realismus dieses Spiels und das prangere ich an! Wenn es denn wenigstens gruselig wäre. Guck mal, da ist ein Hund, der geht mir hin. Hallo! Okay, der war genau hier, der Hund. Das ist fast schon gruselig. Nee, ist nicht, weil... Ich erkläre euch, warum. Weil wir sind ja hier in diesem Spiel bekannt als der Tiermörder. Und wir haben ein Messer. Ihr könnt ja mal eins und eins zusammenzählen. Ich sage nur... Bello Fricassee! Sofort antworten! Reporter und andere Schnüffler müssen um jeden Preis ferngehalten werden! What? Hey, wer würde hier keine Presse wollen in diesem Paradies? Okay, ich lese alles vor. Western Province Telecommunications CO. BW.OS54A/1 = PD = MNT. MADAHEE. Okay, das reicht. Das hat Spaß gemacht. Statusbericht. 12 Überlebende im Sanatorium eingewiesen. Stopp. Zeichen mentaler Traumata. Eventuell Festsetzung nötig. Stopp. Bist du noch da? Was? Stopp. Okay. Lokale Presse hat Blut geleckt. Stopp. Wird zum Problem. Stopp. Erbitte Anweisung. Stopp. Ja. So ging das damals. Damals hat man bei WhatsApp immer am Ende eines Satzes Stopp geschrieben in den 20er Jahren. Weil damals gab es noch nicht die Technologie, dass die Menschen verstanden haben, wenn ein Satz vorbei ist. Das wurde erst in den 40ern entwickelt von Hans Josef WhatsApp. Guter Mann. Ohne den wären wir heute nichts. Ich habe mich gerade angespuckt hier. Guck mal, Ratten machen mir keine Angst. Wisst ihr noch, als wir da beim Psychiater saßen? Und er so, ey, Ratten oder Schlangen? Und wir so, pff. Alter, Ratten esse ich zum Frühstück. Guck mal hier, oh. Ach, da ist ein Stuhl, guck mal. Kann ich den... Ich kann den von hier aus nicht... Also, der leuchtet zwar. Aber ich komme da nicht hin. Ich kann da nicht drücken. Habt ihr das gehört? Hört ihr das? Wow. Alter. Wow, wow, wow. Wow. Mit dem Zeug füttert er sie? Was? Womit? Ach so. Ich muss im Richtigen. Ah, 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 holy shit. Mike, schneid dir die Finger ab. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Come on. Finger amputieren. Bärenfalle öffnen. Finger amputieren. Weg damit. Brauchst du eh nicht. Oh shit. Die WASD-Tasten sind noch da, ne? Oh shit. Ach so, nee. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Fuck. Wir müssen die Blutung stoppen! Wir müssen die Blutung stoppen! Hat jemand ein Taschentuch? Mike, nimm das! Nimm das! Nimm hier! Geil! Okay! Du bist mir jetzt doch wieder sympathischer geworden! Du bist wie Rambo, nur besser! Wir haben uns gerade die Finger abgeschnitten. Das ist schon ziemlich krass. Warte mal, hier war der Hund, ne? Der hat uns ja gesehen. Lass uns mal zum Hund laufen.
die Finger schicken. Können wir die mitnehmen? Geil wäre, wenn er jetzt hingehen würde und dann so, oh, und dann geht es so ganz leicht auf. Und er so, ah, oh, shit, ich hätte die Finger behalten können. Waren wir hier nicht gerade? Oh ja, hier kommen wir her. Okay, Digga, kannst du mal ein bisschen schneller laufen? Ich drück schon extra die Schnellerlauf-Taste. Oh. Meint ihr, Mike stirbt? Meint ihr, Mike stirbt? Bestimmt, ne? Ist schon ein bisschen spannend. Ist schon ein bisschen spannend. Da ist irgendwas. Ey, die Falle war geil. Hey, na das wird ja hier immer besser. Seltsamer Schädel. Was ist denn das für ein seltsamer Schädel? Warte mal, was ist hier los? Na gut, das war ja relativ eindeutig. Ups. Ein entstellter menschlicher Kopf, eingelegt in Formaldehyd. Formaldehyd heißt das. Formalter Hut. Kommen wir hier wieder raus? Ja. Okay, ich bin bereit für mehr Action. Gib mir Action. Und ich gebe dir Geld. 50 Mark, wenn du Bock hast. Okay, wir können hier nochmal gucken. Aber das ist jetzt die Tür hier. Da wollen wir noch nicht reingucken. Wir wollen erst einmal. Und das ist natürlich auch, das ist alles, es ist definitiv logisch, hier in die... Seht ihr das? Ist es bei euch dunkel? Nee, geht schon. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, hier in die Leichenaufbewahrungskästen reinzugucken. Das würde jeder machen. Ja, zieh raus. Zieh, ja, klar. Wäre ja komisch, wenn wir das nicht machen würden. Wo geht's raus? Wo geht's raus? Oh, ich glaube, hier drin geht's raus. In den Leichenaufbewahrungsschächten. Nicholas Bowie. 24. Februar 1952. Ah, da gab's schon dann die WhatsApp-Funktion ohne die Beschreibung. Angriff durch Insassen, tödliche Fleischwunde am Hals. Okay, das heißt, entweder wir haben Zombies oder Vampire oder, das kennt ihr wahrscheinlich noch nicht, es gibt so eine Art Fischmenschen. Die, warum machen wir das jetzt auch? Die greifen auch meistens die Halsregion eines anderen Menschen an, wenn sie ihn töten wollen. Ist ja auch sinnvoll. Halsschlagader und so, ne? Das haben nicht die Vampire erfunden. Okay, ist wahrscheinlich noch ein krasser Hinweis. Wow! Totenschein. Okay. Name der verstorbenen Person. Sarah Smith. Sterbedatum 24. Februar, bla bla bla. Ich bestätige hiermit, dass ich mich um die Verstorbene zuletzt vom 8. März bis zum 24. Februar... Achso, über ein Jahr jetzt. Gekümmert und zuletzt am 24. Februar lebend gesehen habe. Todesursache? Schwere Fleischwunden am Unterleib. Ah, das würde auch für die Fischmenschen sprechen, weil die zwar auch gerne im Hals angreifen, aber der zweite Punkt, wo sie am zweitliebsten angreifen, das ist der Unterleib. Manche greifen auch eher den Unterleib an, aber das ist eine lange Geschichte. Intramobindulare Verletzung, hoher Blutverlust. Wenn der Tod durch externe Ursachen herbeigeführt wurde, in Klammern Gewalt, bitte das Folgende ausfüllen. Unfall, Selbstmord oder Mord? Mord. Art der Verletzung, Fleischwunde durch scharfes Werkzeug, womöglich Fingernägel im Unterleib. Letzteres habe ich mir selber ausgedacht, aber ist ja logisch. Zusätzliche Anmerkung, bitte das Feld auf der Rückseite für weitere relevante Informationen ausfüllen. Gezeichnet Dr. N. Bowie. Wie heißt er? Wie heißt Bowie mit Vornamen? Der hat keinen Vornamen. Zusätzliche Anmerkung, die Leiche wurde erst 6 bis 8 Stunden nach Eintritt des Todes gefunden. Teile der Gedärme und Nieren wurden anscheinend vom Angreifer gegessen. Oh no. Definitiv Fischmenschen. Weil die essen immer Gedärme. Gedärme übrigens auf Polnisch heißt, es gibt ja, nee, Pansen. Pansen heißt Flatschki. Ich finde, das ist mit das lustigste Wort, was ich je in meinem Leben gehört habe. Flatschki. Ich wollte es nur mal ganz kurz angemerkt haben. So, da ist jetzt eine Leiche. Lasst uns das mal rausziehen. Es ist einfach nur logisch. Ist es. Oh, Scheiße, ist das krank? Nee, das ist tot. Wirklich krank. Holy shit.
Was ist das? War der Unterleib kaputt? Ich hab's nicht gesehen. Ah ja. Siehst du, das ist eindeutig ein Hinweis. Okay, sehen wir mal. Ah, jetzt verstehe ich. Die Tür hinten wäre nicht aufgegangen ohne irgendeine Karte. Und die mussten wir jetzt suchen. Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Ah ja. Okay. Schwing. Und die müssen wir jetzt da drin lassen, oder was? Security Pass required. Ah, okay, können wir mitnehmen. Yes! Endlich tatsächliche Logik. Mike? Mike? Mike! Können wir jetzt nochmal schnell eine Nahrungnahme zeigen, bitte? Hallo? Regie? Hallo? 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 Erna! Wo bist du denn? Oh Mann, ey, die sind unten, wenn man die mal braucht. Alles klar, kein Problem. Ey, lange nicht mehr erschreckt, ne? Lange nicht mehr erschreckt. Wisst ihr warum nicht? Das Spiel. Jetzt alle zusammen. Das Spiel ist überhaupt nicht gruselig! Komm. Ja, nee, Erna, jetzt brauchst du nicht. Jetzt, komm. Geh nach Hause. Hau einfach ab. Ah! Nee, alles gut. Shit. Shit. Ich muss gleich Knöpfe drücken. Nehme ich an. Nee, Hunde, alles gut. Hunde sind langsamer als Menschen. Was? Oh. Guck mal, wer da ist. Der bleibt auch total cool, ne? Indianer Man. Also ich glaube, es ist Indianer Man. Ich weiß es nicht. Okay, was machen wir jetzt? Was für ein reizender Psychobau. Aber es sieht gut aus. Okay, fertig geguckt. Können wir jetzt? Soll ich jetzt? Übrigens, falls wir jetzt hier demnächst springen sollten in den anderen Erzählstrang, dann mache ich direkt auf Pause und nicht, dass ihr euch erschreckt oder denkt, was ist denn jetzt mit dem los? Ja, ist der betrunken oder so? Keine Angst, ist er nicht. Ja, und wäre ich jetzt betrunken, dann würde ich vielleicht die Logik auch ein bisschen besser verstehen. Aber das wäre auch langweilig, oder? Wo müssen wir denn hin? Ach so. Ah, okay. Was ist eigentlich der Plan, Mike? Was ist eigentlich der Plan? Erzähl mir doch mal bitte, was du vorhast. Okay, wieder hier. Okay, ah, die Tür war zu, ne? Jetzt ist sie auf. Okay, dann gehen wir jetzt zum Psychobau. Jetzt haben wir ja die Karte. Die Musik ist komisch. Die Musik möchte Sachen machen. Oh, come on, mach's doch einfach. Mal dieses R2-Gedrücke hier. Übrigens, der Knopf ist schon ganz schön kaputt vom Gas geben von Rocket League, Leute. Habe ich das Gefühl, jedenfalls. Wow. Okay. Wie, der Hund bleibt jetzt da hinten, oder was? Weil, wieso treten wir immer Hunde? Ja, ist okay. Passt ja. Passt ja in meine Spielweise. Das geheime Zigarrenversteck. Ah. Das. What? Können wir nochmal ganz kurz. Was? Eine Zigarrenkiste aus Holz. Es ist nur noch eine Zigarre übrig. Das Markenetikett ist sehr auffällig. Toll, ja, ist ein super. Ist ein richtig, richtig guter Hinweis. Also, wenn das mal nicht ein Top-Hinweis war, dann weiß ich auch nicht. Mach mal auf, Digga. Mach mal auf. Da kommt jetzt gleich was rausgesprungen: ein Clown oder so. Kein Clown, okay. Aber Knochen. Wollen wir so ja die Wölfe besänftigen?
Sind Hunde. Digga, sind Hunde. So. Drehen wir uns um. Was ist denn jetzt? Gehen wir jetzt zu den Hunden? Das sind Hunde, das sind keine Wölfe. Wölfe. Hallo? War der nicht hier irgendwo? Ah, hier. Hier, Digga. Das für dich. Ja, sehr gut. Ja. Jetzt noch streicheln. Ganz brav. Du verlierst gleich noch mehr Finger. So ist es brav. Sehr du verlierst schön. Gleich noch mehr Finger. Ohne Scheiß. Wir haben den jetzt gerade besänftigt. Okay. Okay. Ja, kein Problem. Ich finde das logisch. Wollen wir jetzt hier nochmal was gucken oder müssen wir. Ich glaube, wir müssen woanders hin. Also, ich weiß schon, dass wir da zu der blauen Tür müssen, wahrscheinlich. Letztendlich. Aber hier ist noch ein Räumchen, wo wir Sachen machen können. Ja, hallo? Was für ein Freak, der hat eine Karte an der Wand. So, das war aber anscheinend wieder ein sehr, sehr krasser Hinweis jetzt hier. Eine Karte des Berges mit Sichtungen und kürzlichen Fällen verschollener Personen mit Daten. Sieht aus wie das Werk eines Besessenen. Ja, sieht 1:1 so aus wie das Werk eines Besessenen. Und so. Okay, sollen wir jetzt hier weiter? Lass mich raten. Geht nicht. Da ist ein Schloss. Aber wir haben noch ein Messer. Können wir damit nicht irgendwie, weiß ich nicht, das Ding abhauen? Oder vielleicht können wir, ich meine, wenn das Ding durch deine komische Schlaufe passt, dann passt es ja vielleicht auch in das Schloss hinein. Hier ist wahrscheinlich nichts. Da laufe ich einfach ohne Grund hin. Ich habe übrigens nichts gegen so Sachen, dass da zum Beispiel Sachen liegen, irgendwie eine Couch steht oder so, dass ich ja nicht hin kann. Weil sonst versuche ich immer in jede Ecke zu gehen und Sachen zu machen, obwohl das gar nicht geht. Und das prangere ich ein bisschen an. Was ist denn hier? Steht da einer? So, was haben wir denn hier? Eine Jacke. Oder ist noch... Geil, ist bestimmt voll warm und angenehm. Oh. Komm schon. Eine Knarre. Ja, komm. Greif zu. Ah ja. Oh yeah. Gut. Können wir mal gucken, ob da auch Munition drin ist? Ich gehe davon aus, dass da keine Munition drin ist. Können wir da kurz nachgucken? Wäre das eine Idee? Obwohl, warte mal, ich habe jetzt... Ah! Okay. Ja gut, nee, wir brauchen auch nicht nachgucken. Wir schießen einfach. Das geht schon. Immer erst schießen, dann fragen. Können wir nochmal nachgucken, ob jetzt noch Munition... Ich hasse es! Ich hasse es! Können wir hier rein? Okay, da wollen wir, glaube ich, eh lang. Deswegen gehen wir erstmal hier gucken. Ihr kennt das Spiel. Immer alle Level komplett durchsuchen. Man nennt mich auch den 100% Guy. Nee. Das macht keiner. Aber es ist auch nicht schlimm. Wir gehen jetzt hier in den Keller rein und machen da Sachen. Ich hoffe, es gibt unter euch keine Leute, die das scheiße finden, wenn die Folgen so lang sind. Ich finde, es macht Sinn. Was soll ich jetzt hier unterbrechen? Weißt du? Okay. Lange nicht mehr erschrocken, ne? Erschreckt, ne? Lange nicht mehr erschreckt. Meistens, wenn ich das sage, ihr riecht schon den Braten, ne? Ihr riecht schon den Braten. Jetzt wird's leiser. Ja. Guck mal, wo ist eigentlich das... Ah, da, ich seh das Messer. Alles gut. Wäre jetzt eigentlich ein schönes Actionspiel. Natürlich. So. Ey!
Was denn jetzt? Okay. Ja, gut, dass wir die Munition verballern. Mike? Mike? Shit. Ja? Der Maskenmann macht Sachen mit Mäusen und so. Okay, das war schon ziemlich crazy. Wir haben wieder Sachen erlebt. Zum Beispiel abgemachte Finger. Ich finde das in Ordnung so. Ja, dieses Bärenfalle aufmachen hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht für mich. In der nächsten Folge werden wir anscheinend springen zu den anderen Vögeln, deren Namen ich schon längst vergessen habe. Das macht auch überhaupt nichts, denn die werden uns gleich wieder gesagt. Ja? In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich wieder richtig krasse Sachen erleben, weil wir uns jetzt so wenig erschreckt haben, wird es da wahrscheinlich wieder mehr werden. Wer weiß das schon? Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das war der Fischkopf und das Spiel ist überhaupt nicht gruselig!